Ja, insgesamt bin ich sehr zufrieden. Ist natürlich ärgerlich, wenn man als amtierender Weltmeister anreist, dann hat man irgendwo auch den Anspruch, ganz vorne anzukommen. Aber ich denke mal, mit einer olympischen Bronzemedaille darf man auf gar keinen Fall unzufrieden sein. Ja, genau, das war so ein bisschen die Taktik, das Rennen vorne eben schnell zu machen, dass möglichst viele abfallen und dass die Medaille einfach vorne irgendwo gesichert wird, vollkommen egal welche Farbe. Und ich wusste, dass der US-Amerikaner eine unheimlich starke letzte Bahn hat, aber habe auch gemerkt, dass ich den nicht so richtig losgeworden bin. Und auf der letzten Bahn habe ich dann mental und auch körperlich nochmal alles reingeworfen. Hat leider nicht für mehr gereicht, aber im Endeffekt, wie gesagt, bin ich trotzdem mega happy. Ja, der Druck war gerade sehr, sehr groß nach den 800 Metern, wo ich in Anführungsstrichen nur auf dem vierten Platz gelandet bin. Ich wollte unbedingt hier mit einer Medaille nach Hause fahren. Und da steigt dann natürlich erstmal ja, der Druck von außen, aber auch die eigene Erwartungshaltung. Das war schon relativ schwierig zu handeln, deswegen bin ich jetzt umso glücklicher, dass es doch noch für eine Medaille gereicht hat. Ja, auch da ist natürlich der Anspruch, wieder möglichst weit vorne anzukommen. Es wird ein extrem hartes Rennen aufgrund der Bedingungen. Das Wasser ist sehr warm, die Außentemperatur ist sehr warm. Deswegen müssen wir mal schauen, wie sich das Rennen insgesamt verhält. Jetzt heißt es erstmal gut regenerieren, dass man dann möglichst fit ist.